Da bin ich wieder. Ich wurde, und jetzt bin ich auf einmal leise wahrscheinlich, da machst du rum dran. So, ich wurde letztens gefragt von einer Zuschauerin, jetzt haben wir es, wie schnell das geht, dass wir auf die neue Erde kommen. Ob sie das noch erlebt, weil sie ist 78 Jahre. Diese Frage wurde mir schon öfters gestellt. Also da ist eher die Angst da, schaffe ich es noch? Bei mir ist wieder die Angst da, schaffe ich es noch, überhaupt ein Buch davor rauszubekommen? Bringt es noch was, wann ich schreibe? Weil für mich ist es das Gefühl, es kommt ganz schnell. Natürlich, wenn man jetzt schon ein gewisses Alter hat, dann denkt man sich, na, geht sich das jetzt noch aus? Und da kommt man drauf hin, was glaubst denn du, wie alt du wirst? Also, ich sage auch noch, falls der Körper es hier nicht mehr schaffen würde, aus welchem Grund auch immer, und das muss ja nicht gerade bei einem älteren Menschen sein, es kann ja bei einem jüngeren sein, dann sage ich auch noch dazu, wie das dann funktioniert. Aber bleiben wir einmal beim Alter, nämlich bei diesen Bedenken, was ist das Alter? Habe ich nur Zeit, habe ich keine Zeit mehr? Also es gibt Menschen, die leben einfach. Das ist einer egal, wie alt sie sind, sie leben einfach. Sie machen das, was ihnen gerade Spaß macht und denken gar nicht an morgen. Und dann gibt es diejenigen, die jedes Mal sich überlegen, soll ich mir das noch kaufen? Bringt das noch was? Macht das noch Sinn? Kann ich das überhaupt noch gebrauchen? Die gibt es auch, ja. Es gibt nämlich Leute, die sterben 20 Jahre lang. Ne? Die sagen jedes Mal, ja, pass auf, das bringt nichts, das wird das letzte Auto, das wird das letzte, der letzte Mixer sein, was ich mir kaufe. So lange lebe ich nicht mehr. Die gibt es auch. Leider Gottes. Und was ist es, was ist daran? Warum ist es so, dass der eine sich gar nicht nachdenkt, wie alt er ist, und der andere jedes Mal sich Gedanken macht, wie lange er noch leben wird? Das ist die innere Einstellung bzw. die Programmierung, die wir bekommen haben. Das fängt schon mit Bewegchen an. Ich war 30 und mir hat er das Knie weggetan und man hat mir gesagt, ja, mit dem Alter fängt es schon. Das Knie war nachher gleich wieder mal gut. Aber die Personen, die so beginnen, ja, mit dem Alter beginnt das Wehwehchen und das Wehwehchen und du kommst jetzt ins knackige Alter, weil überall knackt's, das mag ihr Glaube sein. Lass dir den bitte nicht aufdrücken, wie alt du wirst, wie alt du werden kannst. Nimm auch nicht die Geschichte der Evolution her. Nimm einmal her, zum Beispiel die Bibel, wo drauf steht, was er sieht. Ich habe das angefangen einmal zum Lesen. Ich habe dann nicht weitergelesen, weil ich nicht mit den Herzen dabei war, weil ich mit dem Verstand dabei war. Und eine Bibel sollte man nur mit den Herzen lesen, weil dann liest man das Richtige heraus. Es ist nämlich so, dass ja viele schon umgeschrieben worden ist und man nicht wissen, der Verstand halt das 1:1 nimmt und das ist nicht unbedingt richtig. Was manche sagen, nein, das ist ja utopisch bei der Bibel am Anfang, dass ja die Leute, was weiß ich, 2.000-3.000 Jahre alt worden sind und ich habe auch gelesen, was weiß ich, über 200 Jahre war es, wo es das erste Mal ein Kind gekriegt hat. Natürlich ist es möglich, weil das ist eigentlich unser wahres Sein. Wir bestimmen unser Alter. Und es ist nachher so, dass uns gesagt worden ist, dass früher die Leute nur 30 waren, sind 40. Ja, aber warum? Es gab Kriege, da sind viele vorher verstorben. Schau mal hin nach China, in den ältesten Völkern, irgendwo ganz tief hinterm Berg. Da sind Menschen, die sind weit über 100 Jahre und haben keine Pflege. Die brauchen das nicht, weil die machen sie nur alles selber. Wir kennen 100-Jährige meistens im Bett liegend oder in Altersheimen. Ja, ich weiß, in der Zeit, wo ich Kind war, war es auch so, dass eigentlich viele so Ende 70 geworden sind und dann war es das.
Und mittlerweile ist diese Sterberate schon viel höher geworden, also mit, ich würde sagen, fast 90 aufwärts. Und das hat man der Medizin gut geschrieben. Ich hatte eine Nachbarin, also meine Eltern hatten eine Nachbarin, die dieses Haus bewohnte. Die wurde damals, wo viele nur so zwischen 70 und 80 geworden sind, ist die damals mit 93 hingefallen aufs Steißbein, ist ins Spital gekommen und ab da ging es mit ihr rapide bergab, nämlich auch mit der Demenz. Davor war keinerlei Anzeichen davon. Erst dort war sie rapide verkalkt. Tja, war es die Medizin? Denn davor hatte sie nur ihre Knoblauchtabletten, auf die hat sie bestanden und es durfte nur einer kaufen, weil der wusste, was sie da brauchte und da benötigte. Und sie hat alles gewusst. Sie hat das gewusst, was sie im Radio gesagt haben, was zum Essen gegeben hat, und was vor Jahren als Kind erlebt hat oder als Jugendlicher. Also sie hat alles gewusst. Aber dann hat sie dich einen Tag erkannt und am nächsten Tag hat sie dich fünfmal gefragt, wer du bist. Und trotzdem ist sie noch, ich glaube, also mit 93 ist sie gewonnen, ich glaube 95 oder 97 ist sie geworden, das weiß ich nicht mehr. Fakt ist, und das ist schon Jahre her, und mittlerweile kenne ich 110-Jährige. Also ja, es ist möglich, auch wenn es jetzt heißt, die Medizin, aber ich glaube, das kommt auch auf diesen Menschen drauf an und auf diese Einstellung drauf an. Das hat nichts damit zu tun, ah, ich muss jetzt fit sein, ich muss jetzt das essen und darf nicht das essen und das nicht essen und muss unbedingt Bewegung machen, weil sonst da verfalle ich. Nein, das ist nicht notwendig. Ja, wir müssen auf unseren Körper schauen, aber dazu gibt es ja noch ein eigenes Ernährungs- Video noch, das dauert noch ein bisschen. Da ist es halt so, dass wir jedes Essen segnen können. Weil warum werden wir so zerfallen? Weil wir dauernd hören von vielen Ernährungsberatern, dass du das essen musst und das essen musst und nur da wirst du gesund und da nicht. Und das macht krank und das macht krank und das ist krebserregend. Also nach dem, was da nicht alles krebserregend sein sollte, dürfte man ja gar nichts mehr essen. Und ich sage immer, mein Mann ist, den frage ich gerne immer, was ist, erregt dich das jetzt? Und er sagt, na, dann ist es nicht krebserregend, weil er ist im Horoskop Krebs. Und somit ist meine Lösung schon da. Es ist nichts krebserregend. Und so viel zur Ernährung. Also du kannst auch dein Essen jedes Mal segnen und sagen, das ist ein gutes Essen, das ist gut für mich. Und wenn du darauf vertraust, dann ist es das auch. Natürlich ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, okay, ich nehme jetzt das Giftigste vom Giftigsten her und sage, das ist jetzt gut für meinen Körper. Also was weiß ich, auch nicht ein Dopplerkorn runterleeren, weil das ist jetzt gut für meinen Körper. Allerdings gibt es viele, die wirklich, wo die Leber so gut nachher arbeitet, dass sagt, du kannst sogar den Korn einfach durchrinnen lassen, ne? Ohne Probleme. Aber da bedarf es schon sehr viel Mindset-Kontrolle, weil das zum Beispiel die Inder, die können ja sehr viel, was wir wissen. Ne? Und genau da sind wir bei dem Punkt. Wenn du daran glaubst, dass du älter wirst dann, und das auch dir vertraust und dir gar kein anderer irgendwie in irgendeiner Weise etwas anderes einreden könnte, dann wirst du so alt, was du willst. Meistens sagen immer, na, ich will gar nicht alt werden, weil da wird man nur krank. Weil das Programm ist, das wir aufgespielt bekommen haben. Wenn du zum Arzt gehst mit irgendeinem Leiden und du bist nachher, was weiß ich, ja, genau, da war ich knapp 40, da hatte ich schwere Füße, irgendwie hat mir das so gekommen, war halt beim Arzt damals noch. Oder war ich da 30, ich weiß jetzt gar nicht. Und er hat gesagt, ja, mein Alter kommt das. Also dein Arzt wird dir immer das Alter vorschieben, weil das ist die beste Diagnostik, was er machen kann. Also die schnellste Diagnostik. Sofort einmal aufs Alter. Oder alles Mögliche kommt von der Halswirbelsäule, was auch ja stimmen kann. Aber es wird immer darauf hin, ja,
Abnützung durch Alter und was er sieht. Wie, da gibt es mehr Geschichten, wo man auch bemerkt hat, dass der auf einmal im Alter wieder aufgeblüht ist, weil er diverse Medikamente weggelassen hat. Aber die Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Vielleicht erzähle ich sie noch einmal. Jetzt kommen wir aber dazu, schaffe ich es aber auf die neue Erde? Und wenn ich das jetzt nicht schaffe, dass ich mein Mindset so verändere, dass ich die Kontrolle aufgib und einfach nur vertraue und einfach nur lebe, wenn ich das nicht schaffe, dass ich alles loslasse, was mich daran hindert, glücklich zu leben und dann doch krank werde und schwach werde und mein Körper eben dadurch zerfällt, was ist dann? Und das ist nur, und wir sind noch nicht auf der neuen Erde. Was passiert, bleibe ich nicht mit. Dann sage ich dir eines, da gibt es noch eine tolle Lösung. Solltest du, also das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich sage, okay, das ist jetzt die Art und Weise, wie wir noch schneller auf die neue Erde kommen. Das hat, dazu zählt der Suizid nicht, denn diesen haben wir im Seelenplan vermerkt. Sollte er sein im Seelenplan, dann ist es okay, wenn er nicht darinnen ist, dann wirst du diese Erde noch einmal leben müssen, weil dann hast du eine Erfahrung nicht begriffen und die musst du dann noch einmal durchmachen. Ja? Also es ist wohl dieses Sklavenrad vorbei, du bist nachher nicht mehr, weil es sie dann wahrscheinlich nicht mehr gibt, kommt darauf an, in was für einer Zeitlinie du bist, wahrscheinlich nicht mehr diese alte Erde so gibt, kann es auch sein, dass du auf einen anderen Lernplaneten kommst. Der ist ein 4D-Planet und dort ist so, dass du genauso Ängste und Sorgen haben kannst, aber nicht nur zusätzlich traktiert wirst. Also du arbeitest nur an deiner persönlichen Angst und wirst nicht zusätzlich noch andere Ängste dazu bekommen. Ja? Das wäre der Fall, solltest du Suizid begehen, weil du meinst, dadurch kommst du schnell auf die neue Erde. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen. Deswegen bleibt bitte auf dem natürlichen Weg, lebt euer Leben und zwar mit Freuden und Spaß. Und wie gesagt, jetzt kommen wir zu dem Punkt noch einmal, wenn dein Körper es nicht mitmachen kann mehr oder nicht mehr mitmachen möchte, weil du eben diese Umstellung nicht schaffst. Ich meine, es ist, wenn man es kann, dann ist es urleicht, ja? Aber wenn man es nicht kann, dann das ist dieses Umstellen im Kopf, das ist nicht leicht, also das ist bedarf viel Arbeit. Ja? Je schneller wir dabei sind, unser Mindset so zu ändern, dass wir sagen, wir sind total in Vertrauen und es passt alles und das ist ja nur eine Matrix und das ist mein Spiegelbild und ich erkenne es und kann daran arbeiten. Je schneller du das schaffst, desto schneller bist du auch auf der neuen Erde, weil du siehst nachher auf einmal dieses Leid und Sorgen gar nicht mehr, weil du das aufgearbeitet hast. Es wird dir nicht mehr gezeigt. Ja? Also dadurch da bist du quasi schon auf der neuen Erde. Sie verändert sich dadurch schneller für dich. Wenn du jetzt als, wie gesagt, älterer Mensch sagst, okay, ich schaffe das nicht mehr, möchte aber trotzdem das Erleben auf der neuen Erde haben, dann darfst du das haben, natürlich, weil es hier jetzt nicht mehr die totale Pflicht ist, es zu schaffen, denn alle Seelen, die sich dazu entschlossen haben, mitzugehen auf die neue Erde, werden dies auch. Alle. Es ist nur der Faktor, es ist nur der Faktor Zeit. Wann ist es endlich soweit? Das ist nämlich die Frage, wie es immer wieder gestellt wird. Je schneller du beim Aufräumen bist mit deiner Gedankenhygiene oder Gedankenhygiene nicht produzierst, sondern absolvierst, dann desto schneller bist du auf der neuen Erde.
hat aber nichts mit Ableben, schnelleren Ableben zu tun. Und wie gesagt, wenn der Körper es nicht schafft, dann schaut es so aus, dass du dann natürlich den normalen Sterbeprozess durchgehst. Das heißt, dein Körper bereitet sich vor, deine Seele bereitet sich vor und verlässt dann den Körper. Und du wirst, wo ich immer gesagt habe, 3 Tage Finsternis, wo viele dann hinkommen mit einer Nahtoderfahrung, allerdings immer mit demselben Körper, mit dem feststofflichen Körper, wieder aufwachen und da sind auf der neuen Erde, weil sie dann alles begriffen haben und das Allwissen haben und dadurch nur mehr in der Matrix das sehen, was sie sehen wollen. Und wenn du jetzt wenn die Seele aber den Körper jetzt verlässt, weil sie sagt, der Körper ist ausgemergelt, da geht nichts mehr, dann sieht es so aus, dass du ja die Seele, das habe ich in dem vorletzten Video, wo ich habe ich eine Seele? Da habe ich ja erklärt, du bist die Seele und die Seele ist in deinem Astralkörper. Ne? Und mit diesem Astralkörper gehst du aus deinem Körper raus, dann wird die Silberschnur gekappt. Das heißt, dein Körper darf dann in Ruhe wieder zur Erde werden, sich wieder mit Mutter Erde vereinen und dein Astralkörper hat die Form oder ja, die Form und auch vielleicht das Aussehen von dir. Und zwar in deiner besten Version, in der Version, wie du sie gerne hattest, also wie du dich gerne vor den Spiegel gesehen hast, wo du dich geliebt hast, ja. Diese Version ist nachher als Astralkörper hier, das heißt, er ist feinstofflich. Du kannst nichts unbedingt anfassen, gehst durch die Wände und so weiter und so fort. Jetzt ist es so, du willst ja auf die neue Erde, um auch alles anfassen zu können und auch hier zu sein. Dann wird es so sein, dass du dich dort wieder, also da gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Entschuldigung. Es gibt die Möglichkeit, dass du sagst, nein, ich möchte aber dort eine Wiedergeburt erleben. Also ich möchte wieder von klein auf alles durcherleben. Und wie es auf der neuen Erde ist, geboren zu werden und aufzuwachsen. Oder du sagst, nein, ich möchte mit diesem Körper, den ich gehabt habe, auch dort erscheinen. Dann läuft das nämlich anders ab. Dann läuft es so ab, du kommst mit dem Astralkörper hin, viele können dich sehen, weil sie alle mit der Schwingung schon so weit sind, dass sie alles sehen können. Und du hast dann die Entscheidung, ob du dann auch wieder feststofflich werden möchtest und kannst dich materialisieren und kannst auch alles angreifen und wieder die Emotionen erleben. Allerdings ist das natürlich ein Energieaufwand, den du betreibst und du kannst jetzt nicht die ganze Zeit hin und her switchen. Also wenn du das, du musst dann entscheiden, will ich weiter astral hier leben oder doch wieder in einem festen Körper. Und das können viele, weiß ich nicht, ich weiß nur, es gibt Seelen oder ja, Seelenaspekte, die eben von einem Stern kommen, von einer weiteren Schwingung, wo sie das können. Und es kann sein, dass du einer davon bist, der das kann. Und wenn du das nicht bist, der das kann, dass er sagt, okay, ich komme jetzt astral hin, schau mal das an und dann materialisiere ich mich wieder. Da gibt es ja die Atome und was er sieht, die Moleküle und das wird sich wieder materialisieren. Wenn du das aber nicht kannst, dann kannst du ja immer noch entscheiden davor, okay, ich will auf der neuen Erde wiedergeboren. Wirst du erkannt? Ja, weil wir ja die Seelen wiedererkennen. Es ist nur eins, wenn dein Körper es hier nicht mehr schafft, du wirst diesen Wandel dann nicht mehr so stark mitmachen. Das heißt, vielleicht wolltest du das auch dann gar nicht. Du wolltest nur erkennen, okay, so geht die Richtung hin und dann kommst du auf die Erde wieder, auf die neue Erde, hast das Wissen davon, wie der Wandel
stattgefunden hat, weil wir haben ja das komplette Wissen. Du weißt, wie der Wandel stattgefunden hat, nur mit dem Unterschied, dass du ihn nicht direkt selbst erlebt hast. Das ist alles, was da noch fehlt. Und ich glaube, das ist nicht so schlimm. Drum, auch wenn du jetzt schon älter bist und sagst, ob ich das noch erlebe, so erleben, wie wir es hier verstehen, hier auf 3D, nicht. Du erlebst es auf eine andere Art und Weise, hast aber trotzdem dann das Wissen darüber. Mir ist währenddessen jetzt, wo ich geredet habe, noch etwas gesagt worden und das ist wieder weg. Das ist das Blöde, dass ich nicht also schon zuhören und reden kann gleichzeitig, aber das mit Merken dann währenddessen ist schwer. Da verliere ich den Faden. Vielleicht sagen wir es gleich noch einmal. Und ich war dabei beim... Nein. Okay. Kommt jetzt doch nicht. Oder doch? Okay. Gut. Da bin ich zu sehr draußen heute. Das geht ja nicht. Das kommt irgendwie jetzt nicht rein. Weil ich das in einem extra Video machen wollte... Und jetzt haben wir gedacht, das passt gerade und deswegen, aber Sie wollen es vielleicht doch. Na, loslassen, Alter, Manifestation. Na, passt. Also, wie gesagt, betreibt einfach Kontakt, Gedankenhygiene. Denkt nicht nach, was andere euch sagen, mit, dass ihr zu alt dafür seid. Du weißt das nicht. Du bist vielleicht noch jung. Es ist so, dass es heißt, dass mit 2000, das sind so verschiedene Daten, sagen wir natürlich nicht gerne, aber auch mein Gespür, das war nämlich so viel mit 33, dass ich gewusst habe, mit 33 ist da. Es kann schon mit 32 da sein, mit 33. Ich habe aber jetzt von jemandem gehört, dass mit 2050 dann komplett die Erde neu ist. Also dass danach passiert. Aber für mich ist es 2033, maximal 34. Also es kann jetzt ja, weil es war vorher alles immer, egal was ich sagte, kam immer ein Jahr später. Habe ich bemerkt. Dann habe ich gemerkt, es ist 3 Monate später. Dann waren es nur mehr 1 Monat später. Und momentan geht alles so schnell. Also, es ist schneller geworden. Also, alles, was ich irgendwo mal jemandem vorausgesagt hat, ist schneller geworden. Also, manche haben dann schon angerufen und sagen, du, das, was du gesagt hast, ist bereits eingetroffen. Leider. Also, war halt auch gerade keine gute Nachricht, wohl, das ist meistens so, dass man zuerst einmal das als eher als schneller sieht, was schlecht ist, statt dass man sich konzentriert auf die Dinge, die schön sind, dass das auch eintrifft. Gut, also bitte, fangt an zu leben, überlegt es nicht, denkt es nicht nach, was morgen sein könnte, ob es zu spät für irgendwas ist, sondern macht es einfach, lebt es einfach. Und wenn du daran denkst, dann kann es nicht schon sein, dann bist du ungeduldig. Und wenn du jetzt aber währenddessen, also brauchst du nur eine Zeitspanne, wenn du auf etwas wartest, dann dauert es ewig. Wenn du stattdessen jetzt gerade so richtig Spaß hast, irgendwo von einer Party und es war so schön, da verrennt die Zeit so schnell. Also leb dein Leben, hab Spaß, dann vergeht die Zeit so schnell und schon ist da. Und genau das ist auch damit auch gemeint. Wenn du Spaß hast, wenn du es endlich erkannt hast, wie du dein Leben dir lebenswert machen kannst, indem dass du nicht mehr auf das schaust, was so schlecht ist, ja, sondern auf das schaust, was richtig Spaß macht. Und wenn du das wirklich forcierst, dass du das Ganze machst, dann verrennt die Zeit wie im Fluge.
Und du siehst ja auch noch einmal das Schöne. Und dann rennt es noch schneller und dann sind wir dort. Und je mehr Leute das machen, desto schneller sehen wir das auch kollektiv. Eins möchte ich noch sagen, weil das habe ich jetzt von einem Herrn gesehen. Ah ja, genau. Na, zwei Sachen sind es. Wenn du etwas wissen möchtest, wenn du eine Frage hast, eine Frage an dein Team, stelle die Frage. Sie können da nicht einfach irgendwo sagen, sondern es kommt auf die Frage drauf an, die du stellst, dann bekommst du deine Antwort. Und wenn du jetzt meinst, du kriegst sie jetzt nicht über Gehör oder so wie ich heute, über Gedanken oder Bilder oder so irgendwas, dass du sie nicht so bekommst, sie zeigen dir die Antwort. Das kommt oft, wo man sagt, das ist ja Zufall, kaum habe ich mir die Frage gestellt, auf einmal kommt ein Video darüber, sehr Video darüber. Das ist es. Sie sorgen dafür, dass du zur richtigen Zeit auf die richtige Plattform schaust, damit du das Video siehst, damit du deine Antwort bekommst. Oder auch irgendwo ein Buch auf einmal in die Hand bekommst. Oder ein Gespräch zuhörst. Oder dir direkt sogar jemand etwas sagt. Also sie geben dir die Antwort auch im Außen. Du musst nur hinhören, hinschauen. Geh mit offenen Augen durchs Leben. Ich glaube, das haben die Großeltern sicher bei jedem schon einmal gesagt. Und das hat seinen Sinn. Und darum, bitte schaut dorthin, was euch gefällt. Und so schneller haben wir unsere neue Erde. Ah, das wollte ich sagen, genau, von einem Herrn, der hat gesagt, 3% brauchen wir nur. Wir brauchen nur 3% von der Menschheit, die genau das machen und dann sind wir schon dort. Wieso 3%? Ein Laserstrahl, 3% eines Laserstrahls ist das, was die eigentliche Arbeit macht. Etwas durchschneiden oder zerstören oder was nicht was, oder reparieren, ja, je nachdem. Nur 3% arbeiten, der Rest ist Streulicht. Und so ist es auch hier. 3% brauchen wir nur die volle Wäsche arbeiten und volle Wäsche, volle Kanne das Leben genießen. Der Rest ist Streulicht und kommt einfach mit. So schaut's aus. Also, bis zum nächsten Mal. Mir wird schon wieder was einfallen. Und wenn jetzt stellt es mir eine Frage, vielleicht ergibt sich dadurch auch wieder ein schönes Video. Wenn es eine Frage ist, die habe ich schon öfters gehört, beziehungsweise könnte anderen interessieren, dann werde ich ein Video darüber machen. Wenn es schnell zum Beantworten ist, dann mache ich es direkt. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Tschüss. Baba.